Kennen Sie diese Frau? Sie heißt Beate Klaasfeld. Hier sehen wir sie mit ihrem französischen Ehemann Serge Klaasfeld. Es handelt sich um das wohl berühmteste deutsch-französische Paar überhaupt. Wie niemand anderes symbolisieren Beate und Serge Klaasfeld die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Er, ein französischer Jude, entging als Kind knapp den Nazis. Sein Vater wurde in Auschwitz ermordet. Beate, eine junge Deutsche, kommt 1960 nach Paris. Dort lernen sie sich kennen, heiraten wenige Jahre später. Die beiden widmen ihr gesamtes Leben der Erinnerung an den Holocaust. Seit über einem halben Jahrhundert kämpfen Beate und Serge Klaasfeld dafür, dass Verbrecher des Naziregimes für ihre Taten bestraft werden. Dafür spüren sie selbst die oft untergetauchten Täter auf. Den Klaasfelds ist es zu verdanken, dass Massenmörder wie Klaus Barbie Jahrzehnte nach Kriegsende doch noch im Gefängnis landen. In Deutschland ist Beate Klaasfeld aber noch wegen etwas anderem bekannt. West-Berlin, 7. November 1968. Wir befinden uns auf dem Parteitag der Christlich-Demokratischen Union, der CDU. In der noch jungen Bundesrepublik Deutschland regiert seit 2 Jahren die CDU mit der SPD in einer großen Koalition. Bundeskanzler ist der 64-jährige Christdemokrat Kurt Georg Kiesinger. Er ist gleichzeitig auch Parteivorsitzender und eröffnet in dieser Funktion den Parteitag. Kiesinger ist ein umstrittener Kanzler. Das liegt vor allem an seiner NS-Vergangenheit. 1933 trat der Rechtsanwalt in die NSDAP ein und blieb bis zum Ende des Krieges Mitglied. Ab 1940 arbeitete er als stellvertretender Leiter der Rundfunkabteilung im Auswärtigen Amt, war also aktiv an der Propaganda der Nazis beteiligt. Nach dem Krieg wurde er von den Amerikanern verhaftet und durchlief das übliche Entnazifizierungsverfahren. Danach engagierte sich Kiesinger ab 1947 in der CDU. 1958 wurde er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. 1966 folgte er Ludwig Erhard als Bundeskanzler. Ein ehemaliger Nationalsozialist als Kanzler. Die Studentenbewegung kritisierte Kiesingers Wahl vehement. Auch Schriftsteller wie Günter Grass und Heinrich Böll sahen darin ein Zeichen für eine unzulängliche Bewältigung der NS-Vergangenheit. An diesem 7. November 1968 ist die Berliner Kongresshalle neben den CDU-Mitgliedern voll von Journalisten und Fotografen. Unter ihnen befindet sich eine 29-jährige Frau. Es handelt sich um Beate Klaasfeld. In einer Pause geht die zierliche Frau in rotem Rock und weißem Pullover in aller Ruhe nach vorne, angeblich um kurz eine Journalistenkollegin zu sprechen. Was heute aus Sicherheitsgründen undenkbar erscheint, man gewährt ihr den Zugang zum Vorstandstisch, an dem Kurt Kiesinger sitzt. Dort springt Beate Klaasfeld plötzlich nach vorn, holt aus und schlägt dem Kanzler mit voller Wucht ins Gesicht. »Nazi, Nazi«, schreit sie dazu. Die erstaunliche Aktion dauert nur ein paar Sekunden. Sie ist weder gefilmt noch fotografiert worden. Und doch wird sie in die Geschichte eingehen. Hier sehen wir 2 Fotos, die unmittelbar nach der Ohrfeige gemacht wurden. Und hier zeigt die Kamera Kiesinger, wie er sich das tränende Auge hält. Der Kanzler wird sogleich untersucht. Man leiht ihm eine Sonnenbrille, um das Auge zu verbergen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht der Parteitag weiter. Kiesinger spielt den Zwischenfall herunter. Beate Klaasfeld wird sofort ergriffen und aus dem Saal geführt. Auf ihrem Gesicht ist eine gewisse Erleichterung, ja Genugtuung lesbar. In einem Eilverfahren wird die junge Frau noch am selben Abend wegen Beleidigung und Körperverletzung zu 1 Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Die Öffentlichkeit reagierte auf das Urteil mit heftiger Kritik. Die Angeklagte legte Berufung ein. Am 2. Oktober 1970 wurde das Verfahren gegen Beate Klaasfeld eingestellt. Sie habe den Bundeskanzler geohrfeigt, weil sie eine Rehabilitation des Naziregimes in Deutschland befürchtete, sagte Klaasfeld über ihre Aktion. Es ging ihr darum, im Namen der 50 Millionen Toten und der künftigen Generationen in das abstoßende Gesicht der 10 Millionen Nazis zu schlagen, so Klaasfeld. Die Ohrfeige hatte vor allem einen symbolischen Nachhall. Klaasfelds Ziel, die breite Öffentlichkeit auf die politische Vergangenheit des Kanzlers aufmerksam zu machen, war erreicht.
Ein Jahr später wird Kiesinger abgewählt und zum ersten Mal ein Sozialdemokrat deutscher Bundeskanzler. Der frühere Widerstandskämpfer Willy Brandt.